Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Infovideo meinerseits. Ich habe nicht wirklich viel anzukündigen. Es geht einfach nur um das Projekt Lara at the Movies. Ja, ich habe da gestern die vorläufig letzten Parts aufgenommen. Ich habe den Film Blood from the Mummy's Tomb jetzt erfolgreich abschließen können und damit ja komplett Kino 2 ist ja jetzt auch durch. In drei Parts von diesem Film hat mich der liebe TK7 begleitet. Die Parts werden demnächst hochgeladen, beziehungsweise hochgeladen sind sie schon, sie müssen nur noch freigeschaltet werden. Das war auch sehr witzig und sehr schön, dass er dabei war. Ne? Vielen lieben Dank nochmal an dich an dieser Stelle. Aber ja, ich habe dann das halt nochmal hinterher versucht, diesen Film zu beenden, weil wir da erstmal Schwierigkeiten bei hatten. Welche das waren, werdet ihr ja dann sehen. Ich hab's dann alleine nochmal hinterher hingekriegt nach ein paar Versuchen. Aber ja, als ich im Movie Theater zurück war, also ihr werdet die Parts ja noch sehen, ich habe da ja was zu aufgenommen, aber ich war in den letzten zwei Parts, also einer davon wird auch optional sein, weil ich da echt überhaupt nichts erreicht habe. Da könnt ihr mir nur halt beim Verzweifeln zugucken, was vielleicht ganz amüsant für euch sein wird. Deswegen, ja, aber ich werde ihn als optional auf jeden Fall betiteln und den letzten dann, naja, da habe ich auch nicht wirklich viel geschafft, aber der ist ja eigentlich dann entscheidend, das, was ich da drin sage, auch für den weiteren Verlauf, aber ich sag's halt hier auch nochmal. Es war wirklich schwer. Also das Kistenrätsel nach dem ersten Kino, als ich wieder im Movie Theater war, war nichts dagegen. Das war wirklich Augsburger Puppenkiste. Das war ein riesiger Raum, voll mit Wasser und vielen Schrägen. Wirklich immer wieder Sprung festhalten, nochmal Sprung und dann da lang hangeln und da rumklettern und da nochmal rückwärts abspringen und in der Luft drehen und hasse nicht gesehen. Und das Schlimmste war, als ich es geschafft hatte, habe ich festgestellt, das ging auf Zeit. Ja, und dann durfte ich die ganze Scheiße nochmal machen. Und das war dann nicht mehr so lustig. Vor allem, ich weiß ja nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich habe schon ziemlich schnell in diesem Spiel gemerkt, dass Lara es aus irgendwelchen Gründen nicht mag, wenn ich das hier am Laptop halt spiele, und am PC kann ich es ja leider nicht spielen, wie ihr wisst, dass sie dann einfach es nicht mag, von Schrägen, wenn sie da an der Kante hängt, rückwärts abzuspringen. Ich meine, vorwärts abspringen wird auch schwierig, ne? Aber auf jeden Fall von diesen Schrägen abzuspringen. Und dann muss ich an einer Schräge halt dummerweise hängen. Es geht nicht anders, weil ich dann noch zur Seite muss. Und dann rückwärts abspringen, in die Luft drehen und dann noch hopp, hopp und dann wäre ich schon da. Aber das klappt irgendwie ganz oft nicht, oder dass ich nicht genügend Schwung habe und nach den zwei Sprungchancen, die danach kommen, dann trotzdem wieder im Wasser lande und da ist dann eine Strömung, dass ich da nicht hin kann, wo ich hin muss. Tür schon wieder zu und es ist einfach nur scheiße. Also ich bin wirklich durchgedreht. Ich meine, es hat ja nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Ihr wisst alle, dass ich Tomb Raider wirklich gut spielen kann. Auch wenn ich mich jetzt natürlich nicht direkt hier selber loben will, weil Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber so an sich kann ich halt wirklich sagen, ich konnte mit Lara eigentlich immer relativ gut umgehen und weiß ja an sich, was sie drauf hat, was sie kann, was sie nicht kann. Aber das, also, das hat dann wirklich einfach nur mit dem Spiel zu tun oder auch mit der Steuerung. Es war wirklich... ein schrecklicher Kampf. Also ich habe fast geheult, wirklich. Also so ein paar Frusttränen wären tatsächlich fast gekommen bei der letzten Aufnahme, weil ich da wirklich, ich war fix und fertig. Ich war richtig aggressiv. Danach musste erstmal was hier an sich was anderes zocken, um wieder runterzukommen. Ja, also Lara at the Movies wird jetzt erstmal pausiert. So viel ist ganz klar. Auf unbestimmte Zeit. Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe noch die Idee, dass ich das vielleicht mal auf dem Stick mit zu meinem Vater nehme, mit den Safe Games, die ich ja auch habe, und das dann vielleicht bei ihm spiele, weil da vielleicht das mit der Tastatur und so besser geht, oder er kann es dann ja auch mal versuchen. Und wenn ich dann durch die Tür durch bin, dann ab da nehme ich dann natürlich weiter auf, und dann wird auch irgendwann der liebe Mark von Mark My Words Gast kommentieren, was er ja gerne auch wollte, beziehungsweise was ich ja auch wollte. Und ich hatte das mal in einem der Parts am Anfang von Blood from the Mummy's Tomb erwähnt gehabt, dass ich ihn gerne dabei haben würde, und er war sofort einverstanden. Ja, gerne, klar, super, ich nehme natürlich gerne mit dir auf, kein Thema. Aber ja, jetzt erstmal nicht, weil das war wirklich grausam. Das war einfach nur unmenschlich. Also ich, wie gesagt, ich bin da fast durchgedreht und ich bin ja nicht leicht aus der Ruhe zu bringen und eigentlich nicht. Ja, nie möchte ich jetzt nicht direkt sagen, aber wirklich seltenst am Ragen. Da war ich am Ragen. Vielleicht hat es mir nicht so angemerkt. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben, aber innerlich war ich wirklich am Kochen. Das ging gar nicht klar. Deswegen, ihr wisst Bescheid, Lara at the Movies wird auf jeden Fall pausiert.
Dieses Wochenende werde ich allerdings schon wieder bei meinem Vater sein. Da nehme ich das dann einfach mal mit und deswegen, dann könnte es sein, dass dann schon nächste Woche wieder neue Parts dann irgendwann kommen werden. Aber ich verspreche nichts. Ja, also ich habe nämlich von dem Spiel ehrlich gesagt erstmal die Schnauze voll. Sorry, wenn ich das jetzt so deutlich sagen muss, aber es ist einfach so. Ich kann da nichts dran ändern. Aber es ist ja nicht ganz so schlimm. Also The Book of Four Elements habe ich ja auch nicht nur in Planung, sondern ich habe schon angefangen, die Parts aufzunehmen. Ich habe die ersten vier Parts komplett aufgenommen und werde da demnächst auch weitere aufnehmen. Ich glaube, da werde ich mir nicht Marc oder sonst wen als Gastkommentator dazu holen, weil es einfach, ja, ich weiß nicht, dann, zu zweit Aufnahmen sind ja immer dann sehr lustig und sehr unterhaltsam, keine Frage, aber dann ist halt wirklich so ein ganz bestimmtes Feeling dabei, was ich wirklich dann nicht durch Witze und coole Gespräche, sage ich mal, zerstören möchte. Es muss einfach ein bisschen Stille praktisch sein und ja, ich kann es nicht wirklich beschreiben, ihr müsst es sehen, es ist ein hammergeiles Spiel und ich habe auch noch ein paar andere TRLEs gesehen, die wirklich cool sind. Da könnte vielleicht auch mal wieder jemand mitmachen, ich weiß es noch nicht genau. Ich muss gucken. Ne, aber so viel ist auf jeden Fall klar. Und ja, wie gesagt, Love at the Movies könnte erstmal knicken. Ansonsten gibt es nicht wirklich viel Neues zu sagen. Ich könnte nur noch sagen, ich habe jetzt Heavy Rain durchgespielt gestern, als ich die Aggression dann hatte zum Abreagieren. Hammergeiles Spiel, kann ich nach wie vor nur sagen. Ich habe ja in meinem letzten Infovideo ganz groß angekündigt, das wird irgendwann als Let's Play kommen, auf jeden Fall. Jetzt habe ich das nochmal überlegt, weiß ich nicht. Ich meine, ich muss ja sowieso erstmal meinen PC wieder haben und es waren ja andere Sachen erstmal in Planung. Von daher ist das ja sowieso noch weit in der Zukunft erst geplant. Ich brauchte aber noch ein gutes Programm oder halt ein Adapterstück, um es entweder über den Fernseher spielen zu können oder das Bild auch über den ganzen Bildschirm zu haben, weil es ist ja PlayStation 3 und deswegen, das ist dann, es gibt so viele kleine Optionen. Also ich konnte das manchmal schon auf dem Fernseher nicht so gut erkennen, weil das manchmal so wild durcheinander schwirrte, was man da alles auswählen kann und an Entscheidungen treffen kann. Deswegen weiß ich nicht. Also auf meinem kleinen Aufnahmebildschirm würde das eine Katastrophe, glaube ich, werden. Sonst müsste ich es mal irgendwann testen, keine Ahnung. Ja, das halt als kleine Info am Rande. Und was ich cool finde, ich meine, das betrifft euch auch noch nicht direkt, aber ich habe heute wirklich wieder mal ein schönes, seit langer Zeit mal wieder ein schönes 3-2-1 Mainz-Erlebnis gehabt. Also auf eBay habe ich mir was ersteigert. War überhaupt nicht geplant, ich wollte mir überhaupt nichts kaufen. Ich habe nur mal aus Spaß so nach ein paar Spielen geguckt, die ich eigentlich noch interessant finde, die ich gerne mal haben würde. Und dann habe ich bei eBay tatsächlich entdeckt Uncharted 1, 2 und 3 für nur 9,99 €. Wo ich dann gedacht habe, ey, das ist ja wie geschenkt, ne? Habe sofort 20 € eingegeben, so von wegen, damit ich immer die Höchstbietende bin. Heute um 11:30 Uhr, 11:38 Uhr ist es ausgelaufen und es kam tatsächlich nochmal in der vierten Minute ein Gebot, wo ich nur dachte, ja, ich bin immer noch Höchstbietende, Edge. Das war schon cool. Habe auch direkt natürlich jetzt alles überwiesen und sowas. Das heißt, es wird dann schon frühestens am Samstag, sonst am Montag werden die drei Spiele hier sein und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich hatte die Spiele ja schon mal, beziehungsweise Teil 2 und 3, bei Tommy angespielt, an Silvester 2015, also 2014, 2015, dieser Übergang, der dann da war, ne? Da war ich ja bei ihm und hatte das dann da mal so über die Tage so ein bisschen angespielt und das ist ja Mega 3, also mit Tomb Raider 2013 zu vergleichen, auch von der Steuerung her und Grafik und ziemlich geil, also ich weiß noch, dass ich bei Uncharted 2 irgendwann wirklich festgehangen habe und überhaupt nicht mehr weiter wusste, aber es macht ja nichts, weil es gibt ja viele Let's Plays und da garantiert auch Walkthroughs, da kann ich sonst mal in die Lösung gucken. Das könnte durchaus auch irgendwann als Let's Play kommen, weil es ist einfach wirklich wie, ja, die neuen Tomb Raider-Teile. Von der Steuerung und auch von der Grafik her, auch von den Fähigkeiten her, ein bisschen mehr Geballere als bei Lara, aber ansonsten einfach nur auch wirklich einmalig. Es hat mir sehr gut gefallen. Das sind Hammerspiele und ich freue mich, dass ich sie jetzt demnächst besitzen werde. Sehr, sehr geil. Vor allem den ersten Teil, den kenne ich halt noch gar nicht und der ist ja jetzt auch dabei, also ich bin sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Und ja, eine letzte Sache wäre noch zu sagen, weil ich das halt vor kurzem erfahren habe. Ich weiß ja nicht, wer sich von euch vielleicht schon auch Rise of the Tomb Raider geholt hat. Ich meine, ich zum Beispiel besitze ja gar keine Xbox, weder die Xbox One noch 360. Brauche ich auch nicht, will ich auch nicht. Mir reichen meine Playstations. Ich meine, ich habe ja Teil 1 bis 4 in dieser Hinsicht wirklich alles da. Und dafür wird es ja Ende 2016 jetzt auch erscheinen. Da freue ich mich schon drauf. Und ich habe jetzt aber, also ich bin gerade dabei, das bei Sarazar als Let's Play zu gucken. Ich
Und ich muss sagen, ich find's gut, das Spiel, aber mich hat extrem es erstmal gestört, dass Lara nicht mehr die Stimme von Nora Tschirner hat. Ich weiß nämlich, dass sie ursprünglich dafür wieder eigentlich eingeplant gewesen ist. Das hatte ich gelesen in Interviews oder sowas. Und ist sie jetzt aber überhaupt nicht. Es ist die gleiche Synchronsprecherin jetzt geworden, die Suki Stackhouse bei True Blood spricht, habe ich sofort erkannt, die Stimme, wo ich dachte, das ist doch nicht Nora Tschirner, das ist doch Suki, das höre ich doch sofort raus. Und habe ich dann nachgegoogelt, war sie auch. Passt nicht so wirklich zu Lara, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Aber es ist mir persönlich schwer gefallen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Mich würde eure Meinung dazu ehrlich gesagt mal wirklich interessieren. Vielleicht ist sie für euch besser bekannt, die Stimme aus Die Tribute von Panem, womit ich persönlich leider nichts anfangen kann, muss ich sagen. Also für euch leider. Mir selber ist es ja ziemlich egal. Ich habe den ersten Teil davon mal im Fernsehen gesehen und ich fand es einfach nur grausamst. Es hatte auch irgendwie was. Also so ein bestimmtes Feeling war da, wo ich auch zwischendurch dachte, ja, ist ja doch irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Also ich fand es hinterher doch ziemlich grausam, wo sie sich da alle gegenseitig abgeschlachtet haben. Sowas muss irgendwie meiner Meinung nach nicht sein. Deswegen, jedem das Seine, wenn es euch gefällt, okay, aber nicht. Die Hauptdarstellerin jedenfalls soll da auch die gleiche Synchronstimme haben. Die hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich kenne sie halt eher als Suki Stackhouse von True Blood. Aber, naja. Also, wie gesagt, vielleicht habt ihr es ja auch schon selber gespielt oder seid es am Spielen. Oder ihr habt es vor, euch dann für PC oder die PlayStation zu holen, so wie ich das dann später vorhabe. Was haltet ihr von der neuen Stimme? Ihr hättet doch, glaube ich, auch lieber Nora Tschirner wieder gehabt, oder? Also ist wirklich nicht bekannt, warum sie jetzt das wieder nicht gemacht hat. Wie gesagt, sie sollte ja, aber jetzt irgendwie doch nicht. Keine Ahnung warum. Lasst mir mal doch eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Das würde mich echt mal interessieren, was ihr zu der neuen Lara-Stimme sagt. Ja, in diesem Sinne wäre es das jetzt auch alles schon. Ich gucke mir jetzt weiter Rise of the Tomb Raider von Sarazar an, weil es ist schon cool, auch wenn manche Gegenden wirklich exakt kopiert wurden, einfach nur ein bisschen umgeändert aus 2013, das ist mir sofort aufgefallen. Aber es sind auch viele coole Neuheiten dabei, also an sich ist schon eine Steigerung da von 2013 zu Rise of the Tomb Raider, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. In diesem Sinne würde ich mal endgültig jetzt sagen, macht's gut. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und wenn ihr, genau, das wollte ich eben noch sagen, wenn ihr einen ganz besonderen Wunsch habt von diesen Custom Levels, also TRLE.net Spielen, die ich mal let's playen soll, haut's auch gerne raus. Also wenn ihr euch da auskennt und irgendeinen bestimmten Wunsch habt, dann und mir das Spiel gefällt, das muss natürlich auch sein, dann mache ich das auch. Also diese Achimov, oder wie das jetzt ausgesprochen wird, ich kann es echt nicht. Die oder halt der, ich weiß es ja immer noch nicht genau, ob das jetzt ein männliches oder menschliches Wesen ist. Ein männliches oder weibliches Wesen ist, wollte ich sagen. Oh Mann, ist das schlimm. Ich sollte das Video schnell beenden jetzt. Naja, auf jeden Fall, die hatte sich ja schon mal, ich sag jetzt einfach mal die, hatte sich ja mal Underworld gewünscht. Da gab's so ein, ja, Custom Level halt, was Underworld hieß. Habe ich mir mal von YouTube was auf von angeguckt. Hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen. Deswegen diesen Wunsch kann ich leider nicht erfüllen, weil das war wirklich überhaupt nicht meins. Das war mir viel zu düster und bedrückend und auch viel zu schwer, was da an Fallen alles war. Und oh mein Gott. Also ich habe nach 5 Minuten oder 8 Minuten, glaube ich, wieder ausgemacht und dachte so, nein, lieber nicht. Aber ansonsten, wenn ihr da irgendwie was Schönes habt oder sowas und sagt, ey, das wäre doch eigentlich mal eine nette Idee, eine nette Sache, auch das, ne? Schreibt's mir in die Kommentare oder von mir aus auch eine PN oder keine Ahnung. Schreibt mir auf meiner Facebook-Seite sonst auch, ne? Ist mir alles egal. Auf jeden Fall Rückmeldung, Feedback immer her damit. Ich nehm's gerne. Und ja, jetzt aber würde ich endgültig Karamba. Ich habe schon viel zu viel Blödsinn wieder gelabert und von daher macht's gut. Wir hören bzw. sehen uns hoffentlich dann bald wieder in einem meiner Projekte oder allerspätestens in meinem 200-Abonnenten-Special, was dann irgendwann mal kommen wird, weil es ist echt ein Haufen Arbeit und ich bin noch lange nicht fertig. Aber naja, also bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und ciao, ciao!